Hallo! Hallo! Check das mal aus! Willkommen in der Zukunft. In der Virtual Reality. Willkommen bei Game Inc. vor allem mit Dima und mir, Jan. Und wir spielen heute auf dem Virtual Boy Wario Land. Zu erkennen an der Mütze, an der Billo-Mütze. Yes. Ja, eins von, ich glaube, 13, 15 Spielen auf dem Ding. Ja. Und das ist nicht das Beschissenste. Ich glaube, das ist das Beste. Es ist das Beste. Und was am meisten nach Spiel aussieht, wo heutzutage Spiele auch wieder mit Virtual Reality zu kämpfen haben, weil alle nur Experience sind. Schon mal vorweg, um dieses Video sehen zu können, braucht ihr eine Anaglyph-Brille. Das ist so eine blau-rot 3D-Brille. Nur dann macht das irgendwie halbwegs Sinn. Dann kriegt ihr den ganzen 3D-Effekt. Ja. Uns seht ihr leider immer nur in 2D, aber hey. Ich guck mal, vielleicht kann ich das auch ins Video von uns packen, dass alles Anaglyph ist. Gott, okay, ja, vielleicht. Mal schauen, was ich da im Schnitt hinkriege. So, wenn wir am Ende dieses Videos blind sind, übernehmen wir keine Haftung. Genau, macht alle 20 Minuten Pause von 15 solange, Minuten. Solange wird dieses Video hoffentlich nicht gehen. Aber ich mag das Logo hier irgendwie. Das ist so richtig retrofuturistisch irgendwie, so Total Recall-mäßig, irgendwie diese alten 80s Schlock. Obwohl es so super easy ist, es sind einfach nur zwei Kästen drin und in der steht Virtual Boy. Ich glaube, dass das hier einen sozusagen darauf hinweist, dass man eine Pause machen soll nach einer gewissen Zeit, weil der originale Virtual Boy hatte ja ein rot-schwarzes Display und man muss sich halt vorstellen, eigentlich ist das hier alles rot, halt wie ein Gameboy, nur halt mit fucking rot. Alter, those layers. Ja, ja, Parallax Scrolling vom Feinsten. So. Das seht ihr erst, wenn ihr eine Brille aufhabt jetzt hier gerade. Also das ist schon ganz geil. Ja, das ist, glaube ich, eigentlich ist das Spiel der Nachfolger von Wario Land 1, also das, was wir schon durchgespielt haben auf dem Game Boy. Es wird halt nur deswegen nie beachtet, weil das auf dem fucking Virtual Boy ist. Guck mal, da ist ein Ding mit Titten. Ja. Oh das nein. Das sind seine Backen. Aber das eine Ding könnte auch eine Titte sein. Das ist auch eine geile Tiefenwirkung da, irgendwie ganz nach hinten durch, so mit diesen mehreren Layers. Also ich hatte jetzt gerade so das Gefühl, wenn ich den Kopf so mache, dass ich hinten... Stimmt, ich auch, ja. Drumherum gucken könnte, stimmt. Aber es bewegt sich einfach noch. Das ist ja crazy. Alter, dieses 3D, ne? Also so aus den 90ern, das war schon krass. Das ist nicht so kacke. Nein. Also für das, dass es die allerletzten Plastikbrillen sind, ja, mit zwei unterschiedlichen Folien. Es funktioniert. Und ich meine, gut, ihr könnt irgend so ein Pappding benutzen. Nein. Das macht letzten Endes keinen großen Unterschied. Diese Teile gibt es auch irgendwie hinterhergeschmissen auf Amazon. Ja. Vielleicht mache ich ja einen Link in der Beschreibung. Ja, ey, genau, das ist eine gute Idee. Dann könnt ihr das voll und ganz genießen. Wir sind einfach bahnbrechend immer hier wieder auf dem Sender. Ja, ja, genau. Was wir hier immer auspacken an Techniken, Pokémon, Split. Und dann kommen irgendwelche Leute und klauen uns die Idee. Ihr habt das zuerst gesehen. So sieht's aus. Okay. Ich glaube, damit beginnt auch schon das erste Level. Wir haben unten einen Timer von 20 Minuten. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Vielleicht ich glaube, das ist das Level-Ding. Alter. Ja. Wir haben hier auch für die Pixel so einen Filter drin, dass sie abgerundet werden. Ja, genau. Dadurch ist das ein bisschen. Aber ich finde, auch durch die Brillen, es ist alles so, das ist so, wie wenn man betrunken ist. Ja, so ein bisschen schon. Also ich raff hier, also es ist echt schwierig zu folgen. Also es geht hart auf die Augen. Ja, es sieht cool aus, auf jeden Fall. Ich mag den Look total. Ja. Aber Riesen Sprites. Also ey, ich kenne kein Spiel, was größere Sprites hat als das hier. So. Zumindest von der Bildschirmaufteilung her. Wo hast du schon mal so einen Turner bekommen? Ja, ich bin jetzt Stier-Wario. Wie im ersten Teil kann ich jetzt so Stampfattacken machen und mich, glaube ich, auch an Blöcke ranhängen, oder? Nee.
Aber er hat auf jeden Fall eine heftigere RAM-Attacke jetzt. Und dadurch kann er so große Blöcke zerhauen. Oh, warte mal. Ah, warte. Ich habe eine Idee, wie ich diesen Scheiß da mache. Kann der auf? Ich glaube, das funktioniert so. Oh nein! Verdammt! Ich frage mich, wie ich an dieses Geld komme. Mario ist ja dafür bekannt, dass er immer grundsätzlich extrem gierig ist. Das ist im Grunde sein Unique Selling Point. Und hier ist das Virtual Boy Element des Spiels. Man kann vom Vordergrund in den Hintergrund rüber jumpen. Naja, das ist im Grunde nur ein... Das ist ja nur ein Effekt, ne? Also ich meine, ja, die heutigen VR-Brillen sind auch nur, du kannst dich halt umgucken, du hast den rechten Analogstick mit deinem Kopf ersetzt. Ne, ist es ja nicht. Ja, also wenn man so sieht, ja, eigentlich schon. Wow. Was auch immer das bedeutet, vielleicht kann ich damit den Ausgang öffnen, oder? Vielleicht. Was ist das denn? Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie viele... Ein Schatz. Wie viele Ebenen wir hier haben. Aber das finde ich zum Beispiel sehr cool, weil du hier nicht nur Ebenen hintereinander hast, sondern wirklich eine flüssige Tiefe. Es kommt einem zumindest so vor. Also das sieht schon wirklich nach einem 3D-Raum aus. Ja, ja, ja. Ich meine, gut. Das könnten die doch eigentlich... Wieso legen die eigentlich nicht so Virtual Boy-Geschichten für ein 3DS auf? Würde sich doch total anbieten. Machen die das nicht? Das macht doch gar keinen Sinn, dass sie es nicht machen. Wow, yeah, erstes Level. Also das Ding zum Beispiel wäre super. Ja. Für 10 Euro. Okay, hier sind diese Minigames auch aus dem ersten Teil. Entweder mehr Geld oder mehr Leben. Hard Game. Ja, Hard Game ist viel mehr Leben, aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Okay. Hallo, oh, fuck. Okay. Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Komm her. Schnitt, es ist Dima. Nein. Die Antwort ist nein. Ist er Bart, keine Haare. So, deswegen kann ich mich mit Ware identifizieren. You got the gear! Let's go! Wie spricht er eigentlich? Okay. Danke für diese Ausführung. I'm gonna win. Naja, okay. Ich hätte auch Q sagen können. Ja, das stimmt. Also, ist doch einfach. Okay, lassen wir das. Das ist schon okay. Wird einfach gepiepst, der Name. Vielleicht. Ich möchte mein Glück nicht überstrapazieren. Überstrapaci. So. Genau. Das gibt's beim Italiener an der Eisbude, ne? Okay. Strapaci. Ich hätte gern ein Strapaci. Ein Strapaci noch. Alter, das ist ja. Okay, das macht keinen Sinn. Was? Dass man unter Wasser Flammen kann? Oh. Dass du auf der höheren Ebene Wasser hast! Und Wasser ist durchscheint im Hintergrund. Wieso nicht? Ist doch eigentlich. Sind wir jetzt im Aquarium gelandet? Okay, was sind. Ah, okay, genau. Und wir Feuer unter Wasser haben. Ich glaube aber, ich meine. Das ist eine SpongeBob-Logik. Ich weiß nicht, wie Napalm funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, also so wie bei Bioshock, was heißt nicht nur Bioshock, Benzin bleibt ja auch auf der Wasseroberfläche. Ja, aber das brennt ja dann oben nicht im Wasser. Das ist auch wieder wahr. Ich weiß, braucht ja Sauerstoff. Vielleicht ist das hier... Das Einzige ist Plasma-Laser. Also diese Plasmaschweißer, die gehen unter Wasser. Das ist ein Fall für Game Theory. Die müssen mir das jetzt bitte erklären, wie Mario unter Wasser sein Plasma... mit Gewicht ist und so. Alter. Das da hinten sieht schon mal... Ist das ein Boss jetzt hier gerade? Nee. Oder doch? Oder doch? Okay, das ist der kleinste Boss der Welt. Okay. Sehr vorhersehbar. Ja, welcher also, Teil daran? So, okay, zweimal getroffen, Tür auf. Wie sieht's aus? Ist das der Wächter der Tür? Ah, okay. Okay. Und hierfür brauche ich wahrscheinlich den Schlüssel. Okay. Alter. Oh, das ist nice. Das sieht ja mal echt nice aus, muss ich sagen. Aber dieses Pattern im Mund verwirrt mich gerade. Diese Spirale. Okay. Die lächerlichsten Bossgegner der Welt. Ich wette, der ballert jetzt nach vorne und ich muss irgendwie... Oh, Scheiße. What the fuck, Alter. Okay, Junge, übertreib mal nicht. Das ist aber ganz schön schnell hier. Es kann gut sein, dass er ein Pattern hat und ich ihm immer voll in den Angriff reinspringe. Das testen wir gleich mal aus. Okay. Do want. Hatte der Virtual Boy eigentlich Kopfhörer?
Hat er bestimmt einen Anschluss zumindest, aber so von Natur aus? Oder hatte der einen Lautsprecher sogar drin? Frage ich mich gerade. Okay, er hat einen Pattern. Es ist ein Pattern? Fucking hell. Okay, ich check an seinem Sprite, also in... Wohin, ja? Wohin er... So. Okay. Wir steigern uns. Ja, ja, ja. Das ist, Aber ich finde das Level ganz lustig. Ja, dieser Tiefeneffekt ist schon nice. Ja. Geht es da? Oh Gott. Okay. Oh fuck, Alter. Oh. Du musst im Grunde immer in die. Wenn er nach rechts guckt, dann musst du gucken, dass du in die andere Richtung schnell. Ja. So. So. Sehr gut. Penner. Spätestens hier beim dem Drüberspringen würde ich immer verkacken. Okay. Oh Jesus, Alter, Verwalter. Oh Gott. Okay, aber ja, ja. So ist ich darf meine Größe nicht verlieren. Also ich darf nicht klein werden. Dann habe ich so verkackt, ey. Ja, aber das ist doch jetzt durch. Alter. Ah, fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Habe ich jetzt irgendwie... Ja, das wollte ich. Ich will diesen Münzenregen. Ja, her damit. Gib mir mal mein ganzes Cash. Cash, her damit. Das ist alles meins. Alles meins. Ich liebe diesen Endpart bei Wario-Spielen. Wo man einfach so nur befriedigend. So, oh, her mit dem Scheiß, her damit, her damit. Golden Shower. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, liebe Leute. Wow, 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 was ist das? Ein Schlüssel. Was mache ich damit auf? Okay, das, aber... Surprise, surprise. Aber warum ist der so dick? That's what... Das ist halt eine Türfläche. Ich verspiele mein Geld nicht. Sehr gut. Ich bin da ganz konservativ. Ich lege es an in Aktien. Nein, keine Ahnung. Sehr gut. Liebe Leute, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein von dem Virtual Boy-Teil Wario Land. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Sag doch mal, wie heißt dieses Spiel? Virtual Boy Wario Land. Das heißt wirklich so. Okay, das heißt tatsächlich so einfach. Ja, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, damit ihr noch mehr so crazy shit seht. So sieht's aus. Und wenn ihr noch mehr Virtual Boy Spiele sehen wollt, gerne her damit. Bis zum nächsten Mal. Und bis auf dann. Yeah. Ah, oh, meine Augen. Ja, blinde. Vor allem auf dem linken. Wieso ist das linke so kaputt? Mhm. Da ist der rote drin, deswegen. Also, wenn du mit einem Auge guckst, dann hast du echt einen Blaustich in dem einen und einen Rotstich in dem anderen jetzt. Das ist tatsächlich so. Ja, das ist mega krass. Guck mal dahin. Da siehst du es. Ja. So rosa? Ja, und blau. Alter, fuck. Nein! Das war's.